Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft World of the Galaxy Resurrection. So. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich habe meine FPS hier. Also, ich habe hier das ganze Feld habe ich jetzt hier weggemacht, die ganze Armee, auch hier unten drunter. Okay, hier unten drunter ist noch teilweise was da. Muss ich noch wegräumen. Was mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt hier Last Millennium aufgebaut. Ich habe auch hier Resonant Ender eingefüllt. Wo ich das hier aufgebaut habe. Ich habe das so kompakt aufbauen können. Ich habe die Hälfte der Tesserakte gar nicht gebraucht. Die Fire Season lasse ich jetzt auch gerade abfarmen. Weil Erde, naja. Ich würde mal behaupten, Erde haben wir bis ans Ende aller Tage genug. Und wenn nicht, naja. Schauen wir mal hier so in die Erde rein, 2,2 Millionen. Joa. Was ich halt als erstes aber machen möchte, Questbuch, einer am Clamp Reward. Naja, Automation Empire, Easy Life. So, eine 256k ME Storage. So, dann habe ich mir überlegt, das hier oben okay, das wollte ich jetzt eigentlich hier abreißen, aber wenn ich das hier halt so wegarbeiten, ja komm, dann machen wir das später oder keine Ahnung. Ich meine, wird ja eh wieder darauf hinauslaufen, dass ich es alleine machen muss. So, was ich aber auf jeden Fall machen möchte, hier die Maschinen, die würde ich gerne was wegsetzen. So, das kommt alles mal weg. Hier ist noch ein Zeug drin, das hatte ich befürchtet. So. Der Tesserakt, den versetzen wir mal um 1 nach oben. Die kann man eigentlich hier so schön in die Ecke einbauen. So. Alloy-Smelter. Fluid-Transposer, Magma Crucible. Enrichment Chamber, ne, Metallurgic Infuser würde ich. Na, ne. So. Hier würde ich den Enrichment Chamber hinhaben. Und hier den Metallurgic. Dann, wo habe ich die Universal Cable? Habe ich hier noch welche? Habe ich nicht. Dann machen wir einfach mal welche. Nehmen wir uns mal hier ein bisschen was von dem. Na, wo ist es? Von den 1,72 Millionen Redstone. Ich kann das Wort suchen. Oh, da kommt gerade ein neuer Sound. Ja, den habe ich mal reingehauen, um so ein bisschen Düngung zu verbreiten. Ist von einem Projekt, was ich bald aufnehmen werde. Nach der letzten Folge weiß ich nicht schon, was sicher was sein wird. Aber naja. Oder nach den letzten Folgen. So. Damit haben die schon mal wieder Strom. So. Die Truhe hier kann weg. Ich will kurz schauen, wer die nächste Moon wird. Machinery, das wird hier glaube ich nicht untergelistet, oder? Ja doch, hier. Damit würde ich nämlich heute anfangen. Ich will mit dem ME-System anfangen. Sagner, da läuft man da. Ja, viel. Zuvor würde ich aber hier mal den Reaktor. Wir machen das mal gerade. Das hält ja kein Schwein so aus, wenn wir das die ganze Zeit abbauen müssen. Wo haben wir denn? Ah, ich hab's genau eins zu wenig mitgenommen, scheiße. Ach komm, hier wird niemand mal so. Ich glaube, das benutze ich eigentlich auch wirklich nur noch, wenn ich mal was vergessen habe. Ende. Oh, kalter Wind kommt rüber.
Sehr schön. Ja, das wird gut. So, machen wir hier mal. Ja, damit habe ich das berechnet. Kann man das hier also ein bisschen eindämmen, müsste eigentlich. Wenn ich jetzt hier so sage. So. Das ist gerade scheißegal, was hier rausläuft. So, wo ist jetzt der eine hin? Also hier schon mal wieder dicht. Oh nein, jetzt sagt nicht das. Der wurde rausgeportet. Hat man noch Casings über, dann könnten man mal. Nee, aber Graphit Bars und hier Lorium haben wir, glaube ich. Ja, das haben wir schnell gemacht, Lorium. Nehmen wir immer hier so ein Stack raus. Ich möchte mal kurz hier in die Enrichment Chamber. Hier. Ja, das kann ich jetzt hier. Haben. Was wollte ich noch haben? Ah ja. Ich weiß jetzt wieder, was ich noch machen wollte. Hier haben wir noch einen Resonant Energy Cell Frame. Den müssen wir auffüllen mit ja, Destabilized Redstone. Und dann einfach nur noch. Ja gut, das ist easy gemacht. Weil ich würde gerne als Zwischenspeicher so eine Resonant Energy Cell haben. Habe ich hier keinen Chilito weg? Also ich war ganz gespannt, bin natürlich schon das Chilomium weg losgegangen. Oh ja. Genau deswegen. Ich bin mal gespannt, wie ich da jetzt so eine. Energies, so eine Resonant Energy Cell vollkriegen. Wer hätte es erwartet, dass ich das wieder falsch rummache? Das war jetzt etwas, was man überhaupt nicht erwartet hätte. So. 1, 2, 3, 4. Den Chance gibt es mal da rein. Nicht Ruhe. Reactor Power Tab. Ich werde da ausgehen nochmal eine Steuerung da machen, die werde ich euch dann wahrscheinlich schon mal zeigen. So, wir brauchen jetzt. Wow, 1 Million Kohle. Wir brauchen wie gesagt noch Redstone. Zack, zack. Das kann man da rein. So, Resonant Energy Cell. Das war jetzt Elektrum. Und LED und eine Conducting Circuit, also nochmal Elektrum. Haben wir Elektrum noch oder muss ich da gerade mal kurz was gießen? Das sieht nach einem klaren Fall von Gießen aus. Okay, dann gießen wir einmal etwas. Oh. So. 1, 2, 3. Ja. Und dann würde ich auch bald. Was hat denn? Was stimmt? Ja. Ich hatte ja noch beim letzten. Wo haben wir denn da? Bloß keine Zeit verlieren.
So. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal, als ich den Server gestartet habe oder hier aufgesetzt habe, hatte ich ja natürlich eingestellt gehabt, dass auch hier das Ding erlaubt ist und so, ne? Also ihr versteht mich, hoffe ich. So, Elektrum ist fertig. Ich habe einfach gerade ein neues Meter benutzen können. Ist sogar, glaube ich, schneller. Ja. Mach mir einmal bitte Elektrum. 2, 4, 6. Dann dürfte mittlerweile auch schon. Jawohl. Das hier fertig sein. Der ist fast komplett voll. Dann müssen wir hier mal so ein bisschen entrümpeln gerade. 1, 2, 1, 2. So, wie lautet mein Plan für die nächsten Folgen? Wir haben ja jetzt wirklich einen übermäßigen Haufen an Erzen. So. Und wer mich kennt, der wird sich schon denken können, was jetzt abgeht. Ich will noch weiter übertreiben. Also die Erze, die wir teilweise da haben, würde ich schon mal in die Erzverfünffachung schicken. So, da ist Output. Ja, ich weiß, jetzt ist es gerade noch nicht so allzu super. Generell bin ich hier gerade kaum zufrieden. Ich glaube, das ganze Gebäude hier werde ich nochmal ein bisschen umdesignen. Ja. Auf jeden Fall. Ich will jetzt erstmal anfangen mit Applied Energistics. Und das heißt, wir brauchen einen ME-Controller. So, ein ME-Controller. Das bedeutet, wir brauchen... Oh, die Flux-Crystal, verdammt. Was kostet eine Crystal Growth Chamber? Moment, ihr sagt bitte nicht. Add AE2. Das ist nicht drin. Muss ich den Mod noch nachträglich hineinrauen? Weil der war doch noch. Der war auf jeden Fall drin, daran kann ich mich erinnern. Alter. Ist er leer? Ja. Hier, also der gibt gut was ab mittlerweile. 1,4. Ah? Ah? Der braucht aber auch dementsprechend ziemlich viel. 1,83 Mega-RF. Dafür nehmen die Kabel gar nicht auf. Was ich glaube ich machen werde. Ich werde jetzt hier erstmal das ME-System hinklatschen. So. Kann ich die Fluix Crystal irgendwie anders? Fluix Essence. Nee, das ist mir jetzt nicht wert. Alter, die ganzen Pinguine gehen mir jetzt wieder auf den Sack. So. Wo haben wir hier Zertos Quarz? Oder waren wir nicht hier irgendwo? Also ihr seht schon, was wir jetzt für ein Reichtum haben. Da ist Zertos Quarz. Komm, dann machen wir mal gerade eine Segnel. Nee, wir machen zuerst einen Charger. Der hier. Okay, wir müssen doch eine Segnel machen. Mist. Segnel. So, erstmal gerade eine Frage. Wie sollte ich dann an Fluix Crystal kommen? Welchen Charge Zertos Quarz dafür brauche. Oder geht das hier noch anders? Charge Zertos Quarz. Oh, okay.
Ja gut, wenn das so ist, wo haben wir nochmal Redstone? Redstone war hier. 5. So, dankeschön. Weißt du was? Mach das mal gerade so, damit es vorangeht. Hab ich hier Fortune drauf? Nö. Okay. Oh, ich bin Level 50. So. Und wir haben einen Charge Status Quartz. Finde ich komisch, dass man das so machen kann. Ach, da hatten wir auch. So, ich habe hier einen Wassertümpel, da würde ich das aber nicht machen. Ah, ich habe hier noch einen Wassereimer. Zack, zack, zack. Wer es nicht kennt. Unnatural. Und wir haben Fluix Crystal. So, jetzt aber. Als erstes eine Sackmühle. Das ist Machine Chases, das ist kein Thema, das waren wieder Gold Nuggets und Redstone, ja genau, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich alles brauche. Ah ja. 1, 2. Also wie gesagt, das würde ich jetzt heute mal fertig machen. Habe ich hier noch irgendwo Iron Bars? Jawoll. Kann das Iron... Weißt du was? Zack. Da frage ich mich schon lange, warum ich das noch nicht gemacht habe. Nee, so schlau ist er doch schon nicht. Hat er eigentlich einen C-Wert? Nö, das wäre zu schön. Klatsche ich mal gerade hier hin. Capacitor. Das war ein zu viel. Ey, ich habe einen Traum, dass ich das einmal so auf FF zum ersten Mal schaffe. Das wäre schön. Einen Pisten brauche ich noch. Haben wir davon noch einen? Was sieht das einmal aus? Ich will es gar nicht wissen. Pisten, nein. 3, 4. Oh, stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das mache ich gleich in der Folge. Flint. Habe ich keinen Flint? Ich wollte schon gesagt haben. Wieso 4? Darum. Ich sehe schon kommen, dass ich irgendwann mal da sitze und habe keinen Flint mehr. So. Rotes Stein. Dschungelholzplanken. Einen. Nee. 5 Eisenbarren. So. Und zu guter Letzt. So, Sackmühle. Sackmühle. Da können wir mal Status Quartz reinschmeißen. Wie sagt. Ja. Den Charger könnten wir noch bauen. Der braucht, glaube ich, jetzt nur noch Eisen. Ja. Nochmal 5 Eisen. So. Fluix Production. So. Dann nehmen wir jetzt hier die Zertifizierungskristalle, hauen die so rein und kriegen hier die Charge Zertifizierungskristalle. Sehr, sehr schön. Da können wir dann mal so ein paar machen, also, naja, die kannst du immer gebrauchen. Werde ich bestimmt nochmal automatisieren.
fragt sich, ja okay, nicht fragt sich, wie sinnvoll das jetzt noch ist. Wir werden Charged Status Quads immer gebrauchen. So. Nether Quads, 8 Stück. Und Redstone, 8 Stück. Sehr schön. Machen wir hier nochmal unseren Wassertümpel hin. Zack, zack, zack. Und wir haben neue Frühlingskristall. Subi. Ich glaube, das lasse ich mal gerade da. Ach, weißt du was, drauf geschissen. So, was brauchen wir jetzt? Ich mache das ganz einfach. Machen wir hier so ein kleines Wasserbecken hin. Dann brauchen wir einmal so. Ja, mal voran. Aber weißt du was, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Man könnte meinen, mich könnte man leicht nerven. Würde ich jetzt so nicht widersprechen. So, ich will nämlich jetzt schon mal auf Vorrat einen Octa-Dick-Capacitor machen. Haha, er hat dick gesagt. Hahaha, Roffel. So. Jetzt habe ich keinen Kohl, das oder wie? 1, 2, 1, 2. Und ich sehe, glaube ich, warte ich. Ja, Mist, Mist. Na gut, mach mal was anderes. Wie sieht das jetzt hier aus? Mein Flugstoss ist da durch, der ist durch. Dann holen wir hier nochmal 16er Sand. Der kommt dann hier rein, Flugstoss. Das haben wir Flugseed. Und die müssen wir jetzt nur noch ins Wasser schmeißen und warten. Die sollten jetzt auch nicht despawnen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Soll ich einen kleinen Cut machen? Ich glaube, ich mache hier sogar einen kleinen Cut für mich und hau dann einmal. Nee, ich weiß, was ich mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.